Wer heutzutage in die Gemüseabteilung seines Supermarkts geht, erlebt dort das Dilemma des 21. Jahrhunderts, wenn er sich eine Biogurke anguckt. Die Biogurke ist oft im Gegensatz zu der konventionellen mit Kunststoff umhüllt. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Ich möchte gerne nachwachsende Gemüse kaufen, aber ich habe das Problem des Kunststoffs. Und Kunststoff, das wissen wir, folgt einer fossilen Einbahnstraße. Öl kommt aus der Erde, nach der Verwendung wird der Kunststoff verbrannt oder er landet auf Deponien oder im Boden oder als Mikroplastik im Meer, dann wieder in Fischen und wieder auf unserem Teller. Ein zerstörerischer Kreislauf, wenn überhaupt, und eine fossile Einbahnstraße. Wir sind heute hier in der Rohrmeisterei, um über Advanced Recycling zu sprechen. Die Rohrmeisterei ist selber Advanced Recycling. Früher war das ein Industriebau. Heute können wir hier über ein Thema sprechen. Und zwar Advanced Recycling im Bereich Kunststoff. Ein geschlossener Kreislauf, wie wir ihn bis jetzt noch nicht kannten. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, begrüße ich unsere Gäste. Jan Wilhelm Müller aus den Niederlanden, Head Recycling bei der Firma Count. Christian Haupts von der Firma Recenso und Johannes Remmele, Inhaber und Unternehmer der Firma Südpark. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. In der Nussschale erklärt, was ist das Neue an diesem zirkulären, kompletten Kreislauf des Kunststoffs? Herr Haupts. Wir sind uns einig, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft besser aufgehoben sind als in einer linearen Wirtschaft. Wir haben Umweltprobleme, wir haben CO2-Emissionen, wir haben verschiedene Verschmutzungsprobleme mit Kunststoffen im Meer. Der Kunststoff ist bis heute nicht im Kreis führbar gewesen. Man muss den Kunststoff wieder zurückführen können. Das bedeutet, man muss ihn in eine Form bringen, in der wieder höchstwertige Kunststoffe aus einer Ressource gewonnen werden können. Und das ist das, was wir gemeinsam in diesem Projekt jetzt möglich gemacht haben, indem wir Kunststoffe, die eigentlich bis heute keinen Recyclingweg gefunden haben, wieder nutzbar machen für hoch- und höchstwertigste Produkte. Diese Folie hier war vor einigen Wochen noch bei Herrn Remmele. Das ist ein Abfall von der Produktion. Und aus dieser Folie kann ich jetzt wieder einen Stoff machen und noch einen Stoff machen und daraus dann wieder Kunststoff, der so gut ist wie Kunststoff aus Rohöl. Wie funktioniert das? Dafür bedarf es mehrerer Schritte, nicht nur unseres Schrittes. Zunächst mal muss dieser Kunststoff in einer Form zur Verfügung stehen, gesammelt werden und letzten Endes dann für uns zur Verfügung stehen und nutzbar gemacht werden. Wir verflüssigen diesen Kunststoff, wir setzen ihn zurück in ein Vorprodukt für Kunststoffe und stellen das dann der Petrochemie zur Verfügung. Der Jan Müller verkauft das dann an die entsprechenden Hersteller. Die Hersteller generieren wieder neue, höchstwertige Kunststoffgrundprodukte, die der Herr Remmele zur Verfügung bekommt bei der Südpark, um ein neues Folienstück draus zu machen. Herr Remmele, aus Unternehmersicht könnte man ja sagen, Kunststoff kann man wunderbar aus Rohöl machen und kann damit auch Profite einfahren. Warum ist es für Sie interessant, an diese andere Herstellung, an diese komplette Recycling-Kreislaufherstellung von Kunststoff anzuschließen? Tja, also es ist einfach zu kurz gegriffen, einfach zu glauben, dass die Ressource Erdöl oder Gas, wenn es aus Russland kommt oder aus Saudi-Arabien, dass man das immer wieder nur dort abschöpft, bei uns verwertet und anschließend verbrennt. Das ist für eine Kreislaufökonomie eigentlich eine Katastrophe. Deshalb sind wir schon lange dabei, zu überlegen, wie kann man diesen Kreislauf, wir produzieren Verpackungen, die Verpackungen gehen zum Konsumenten, der Konsument öffnet die Verpackung, konsumiert das Produkt, schmeißt es weg, geht dann wieder ins Recycling, wie es Herr Haupts gerade gesagt hat, und wird uns dann wieder später als Granulat zur Verfügung gestellt. Man hat also gelernt, dass die
zirkuläre Wirtschaft ressourcenschonend. Und wir als Verpackungsmittelunternehmen, wir wollen auch umweltfreundlich sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unser Planet den CO2-Verbrauch senkt. Und damit ist es auch klar, dass wir mit unseren Plastikmaterialien die Verbrennung der Vergangenheit nicht mehr in die Zukunft führen können. Und deshalb ist eine zirkuläre Wirtschaft auch bei Plastik anzustreben. Wir müssen also uns darüber im Klaren sein, Kunststoff ist ein hervorragendes Produkt. Kunststoff begleitet uns, egal in welchen Lebenslagen. Und aus dem Grund brauchen wir auch den letzten Prozess, nämlich die Rückverölung, um den Kunststoff wieder neu zu generieren. Und damit schaffen wir eine Kreislaufwirtschaft innerhalb der gesamten Kunststoff-Wertstoff-Kette. Und da sind wir einer der Ersten, die das jetzt komplett mitbegleiten. Und da ist Südpack, wir sind seit nunmehr 60 Jahren im Markt, sind wir in einer ganz besonderen Rolle. Wir reden nicht nur diesen Prozess anzuschucken, sondern wir tun es selbst. Wir haben den Geldbeutel geöffnet und haben selbst investiert. Und viele andere Unternehmen um uns herum, die reden nur schön und tun nichts. Wir haben uns dazu entschieden, etwas zu tun und Geld zu investieren. Und nicht nur in große Konzerne, sondern auch in ein kleines Unternehmen, so wie Recenso. Der Unternehmer hat viel von seinem eigenen Herzblut in dieses Konzept hineingesteckt. Das hat uns überzeugt, das hat uns gefallen. Das ist Unternehmertum. So stellen wir uns auch diese Geschichte wieder vor. Und auch unsere Kunden sind uns dankbar dafür, dass wir das tun. Herr Remmele schildert gerade, warum es aus seiner Sicht sinnvoll ist, so einen geschlossenen Kunststoffrecycling-Kreislauf zu etablieren. Herr Haupt, Sie haben die Technologie dazu. Und Jan-Wilhelm Müller, Sie überblicken den großen Markt für Kunststoffe weltweit. Was glauben Sie, wie groß ist der Wunsch, eigentlich diesen Kunststoff aus geschlossenen Recycling-Kreisläufen zu etablieren und zu verwenden? So I think that the demand is driven by the consumer. So the demand is driven by our households, the demand is driven by our children, who are finding out that the world we're living in, and on the higher CO2, the plastic in the ocean, it's much more vivid to our imagination and to our views. And they're telling the upper generations, we do not want to inherit this world. So if you look also in hiring young talent for your the companies, even at that count, we work with a group of young people who would only work at us because we're working on the sustainability. So you see that within the whole trend of society, it is embedded that we want to work to a better tomorrow. So if you are being pushed to that and then saying that we want to have recycled materials and circular materials in our supermarkets, it is the consumer who's actually telling the brand owner, I want a change. I want indeed to have a recycled product. I want it to be less dependent on fossil fuel. I want it to be less CO2 output. They may not ask those particular points, but that is basically what they're asking for. Now we see then the push upward in the value chain that from that brand owner who has made very big pledges, right, we see Unilever, Procter & Gamble, Henkel, you name it, have pledged that 25, 50% of all their packaging has to be recycled. They're pushing towards companies like Südpack to say, you need to give me different feedstock. Südpack is going to the petrochemical and the oil industry. You need to step away from the linear cycle. So where I feel this is, in the demand factor is driven by us, the consumer, and I say us because it's really us, and that is a very powerful tool. Because if they don't adhere, we will go to alternatives and the consumer will pick a different product. Sustainability, Nachhaltigkeit, das sind große Themen gerade. Das haben auch solche erkannt, die Werbung damit machen wollen. Dann nennt man das Greenwashing. Das ist ein Beispiel dann, dass man so tut, als ob man sehr nachhaltig ist, aber es tatsächlich gar nicht ist, um eben diesem Zeitgeist zu folgen. Wie nachhaltig ist Ihre Idee? Wir sind angetreten, diese Ressource Kunststoff, die hochleistungsfähige Merkmale hat. Sie sagt, wir kommen ohne Kunststoff, ohne moderne Kunststoffe in dieser Welt nicht mehr aus.
wieder nutzbar zu machen. Und dieses technische Element Kunststoff muss im Grunde genommen auf technische Art und Weise wieder hergerichtet werden, um es wieder zu nutzen. Das heißt, wenn wir nach einer Nachhaltigkeit fragen, eine bessere Idee als das, was wir mal hatten, wieder zu verwenden, ist die Grundidee eines jeden Recycling, ist eigentlich keine Frage. Die Frage ist, zu welchen Konditionen und zu welchem Preis. Und zum einen der Preis nicht nur ökonomisch, sondern auch der Preis von sich wechselnden oder sich ändernden Gesellschaften, sich ändernden Industriestrukturen. Ja? Die Petrochemie greift auf eine Ressource zu, die fossil ist, die wir mittlerweile auch nicht mehr als zwingend als endlich oder als knapp empfinden, aber die letzten Endes diesem Planeten das, was er unten in der Erde hat, entreißt und in die Atmosphäre abgibt. Das ist ein lineares Prinzip, das kann es nicht sein. Also müssen wir das, was wir schon mal geschaffen haben, was rausgekommen ist aus der Erde, was wir einmal genutzt haben, wieder im Kreis führen. Da gibt es einen Wettbewerb von Systemen, da gibt es einen Wettbewerb von Technologien, da gibt es mechanisches Recycling, in dem, ich sag mal, Produkte wieder genutzt werden können, wo der Kunststoff als Kunststoff, der er mal war, wieder einen Einsatz findet als Kunststoff in einer ähnlichen oder aber in einer etwas geringwertigeren Anwendung. Aber irgendwann werden wir vom Infusionsbeutel zur Plastiktüte, zur Stoßstange und dann zur Parkbank, und irgendwann haben wir genug Parkbänke. Und dann muss man den Reset-Button drücken können und muss in der Lage sein, im Grunde genommen das wieder als Ressource zur Verfügung zu stellen. Das ist Common Sense, also von daher, was machen wir da? Wir machen gar nichts anders, nur das Verfahren, mit dem wir arbeiten, ist halt ein bisschen anders. So I think if you look at a lot of the greenwashing or the stable that people are saying they want to use recycled materials or recycled product, and in fact what they're saying on the bottles is that the product you're using is recyclable. But unfortunately, a lot of the different ways of mechanical recycling is a version of downcycling. We can't get to the same quality of the product that actually used. So what advanced recycling is doing, we're breaking that barrier again. We're actually making sure that the product that you are recycling or upscaling goes back to those original building blocks. So indeed, it is purely circular. And there is at the moment not many other methods in society that can claim that. We're seeing on the recycling platform for PET bottles, a little bit higher yield of what we call real circular recycling, but on a lot of the other polymer plastics, it is basically non-existent. So that is why today, I think, is a quite astonishing day that we see for the first time a truck with recycled oil on its way to the end customer. I think it is the first time we're seeing that product actually creates the circular path, and we're breaking this linear path that we're already in for so long. Wenn man in Deutschland an Plastic Recycling denkt, dann gibt es den grünen Punkt. Dort werden Sachen großflächig eingesammelt und werden dann mechanisch recycelt. Sie sprechen hier von chemischem Recycling, von Advanced Recycling. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist nur die Technologie, die man anwendet, um es wiederzugewinnen. Der grüne Punkt per se ist nicht mechanisches Recycling. Der grüne Punkt ist ein Sammelsystem, bei dem die Brand-Owner oder die Inverkehrbringer von Verpackungen letzten Endes sich freikaufen von der Notwendigkeit, diese Produkte auch hinterher wieder zu recyceln. In welcher Form das geschieht, ist im grünen Punkt nicht vorgeschrieben. Wir haben sehr aufwendig in Deutschland mechanische Recycling-Systeme und Anlagen gebaut, die alle ihre Berechtigung haben, aber die auch nur begrenzt in ihrer Effizienz sind oder begrenzt in ihrem Output sind. Da kommt immer noch 40-50% hinten raus, was eben nicht mechanisch genutzt werden kann. Und mit dem beschäftigen wir uns. Wir sind ergänzend tätig, und ob das chemisch ist, advanced, mechanisch, ist eigentlich uninteressant, sondern man muss mit technischen Verfahren, die heute Gott sei Dank zur Verfügung stehen, diese Ressource wieder in den Kreislauf bringen. Ob einstufig, zweistufig oder fünfstufig, ist letzten Endes ein Effizienzkriterium, und da wollen wir auch den Wettbewerb. Da müssen wir uns mit anderen Technologien messen, egal ob mechanisch oder chemisch oder advanced. Wir sprechen jetzt hier über einen geschlossenen Kunststoffkreislauf, und Sie, Jan Wilhelm Müller, haben diesen globalen Markt im Blick. Wie unterschiedlich gehen Länder da eigentlich dran an diese große Chance? Es ist ja ein Versprechen, ein Lösungsversprechen. Wie beobachten Sie da die deutsche Haltung zu? There's a global problem, yeah. And there's a global situation that yeah. We have a new technology. Yeah. So how does Germany deal yeah. with this opportunity?
I think out of out here, the German industry has always flourished on the fact on the development of technologies and bringing that to the outside world. I think the German brand that something works is still known on a global scale. I think what we have to realize if we're looking at recycling and in this advanced recycling, we need certain parameters to be in place to be successful. Now, one of them being that mechanical recycling is an important pillar of this, as Herr Houten has been explained as well. But in a lot of places in the world, we are unable to deal with our waste, right? The waste is being thrown in the ocean. Out of the 350 million tons of plastic that has been produced, globally, we still see only 15% to be recycled. And if Europe is recycling 50%, 50, you can imagine how little is done in other parts of the world. So we feel that the technologies that Germany is developing as the Resensor technologies can become technologies that once scaled up and proper working, easily put in other regions in the world to execute. Again, as an analogy, the mobile phone is a perfect example that we had landlines in Europe earlier, but in Africa and Asian countries, the landlines never really came. It was directly into the mobile phone. Similar for recycling, we're developing the right technologies here to actually scale up to create a circularity. And most importantly, we're valorizing a waste stream. Because I think it's quite key. If you're a consumer and you're going to the supermarket, you want to buy green, you want to buy sustainable, but certainly in these times as well with COVID, you still don't want to pay double the price for it. So we have to focus on ways that the product can be there at a very similar price than the virgin alternative, and that's where Germany is good at, and at the same time solve a problem by making sure there's a profitable value chain on it, so the waste actually becomes valuable. Mm-hmm. To a new resource, also zu einer neuen Ressource. Precisely, yeah. It becomes a new resource, which is the disruptor of this linear value chain we just described. You don't, and it becomes a local business. It has a lot of pluses. We're shipping, as we discussed, oil from Saudi Arabia and Russia, as Ramla was explaining, to Europe to burn it and use it. But we have the carbons, right, the oil, sitting in our plastic right in our backyard. So if, and that's the same for the Southeast Asian countries and same for these other countries. There's a report by IHS. They're claiming that in the ground in the US, there is more plastic waste, so carbon, than there is oil reserves. So these are the ideal. We have it in our backyard, so let's use it. Now, we need some time for that, but I feel that the technologies, as Resensor's technologies that are developed here, are taking a very big step in that. Herr Remmele spricht für die Firma Südpack und sagt, hat einen großen Bedarf an diesen Folien, aus recyceltem Kunststoff, an dem Grundprodukt für recycelten Kunststoff. Wie gefragt ist eigentlich diese Lösung, aus altem Kunststoff hochwertigen neuen machen zu können? So the question is, who is actually trying to make the demand for the product, correct? So what we think, I think the narrative in this story is changing. And I fully agree what Herr Remmele has said, that we do not see the incumbent industry, so the petrochemical, the refining industry, actually stepping forward to invest in this. So what are the brand owners saying? What are the converter companies saying? If you do not do this, brand owner, you know, petrochemical or oil majors, we'll do it ourselves because we need to change our narrative. We need to change this storyline because we'll lose our consumers. We'll lose the people who are actually buying our products. And by moving, as companies like Südpack, investing in a company like Resenso, we're actually changing the linear chain of oil, right? Oil will go to an oil refinery, which will go eventually down to our plastics. But now, the source of the product is changing. Our waste is becoming our new source. And people like Südpack and Resenso are holding that source in their hand. So you're actually disrupting an incredibly big value chain of the chemical industry. Es gibt einerseits eine gute Idee. Sie haben gezeigt, dass diese Idee nicht nur in Modell funktioniert, sondern tatsächlich auch real funktioniert. Wo sind jetzt die nächsten Hürden, um andere davon zu überzeugen, dass dieser Kreislauf der richtige ist oder einer ist, der für uns alle von Vorteil wäre? Da gibt es noch die ein oder andere technische Hürde. Wir müssen dieses Verfahren in der notwendigen Größe realisieren, dass wir im Grunde genommen den Markt auch wirklich als alternative Recycling-Variante bedienen können. Aber da sind wir guter Dinge. Wir arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, die das machen. Aber vielleicht können die beiden Herren aus ihrer Perspektive diese Frage beantworten. Herr Remmele. Ja, also ich würde da gerne noch einen Nachsatz dazu verwenden wollen, das Herr Haupt
gesagt hat, in Richtung der Politik. Chemisches Recycling kommt on top. Zunächst ist es wichtig, und ich glaube, da muss man die Bundesregierung und auch das Umweltministerium gut verstehen, die Recyclingquoten, die dazu führen, dass die Industrie recycelte Produkte wieder einsetzt, die sind leider auch noch sehr niedrig. Es gibt viele Produkte und es gibt auch viele Unternehmen, die noch viel mehr tun könnten, um in ihren Produktionskreislaufen recycelte Ware einzusetzen. Das ist unserem Unternehmen leider Gottes verwehrt, weil wir maßgeblich medizinische und vor allem auch lebensmitteltechnische Folien in den Einsatz bringen. Meine Kinder sagen, Papa, warum produzierst du Abfall und den kann man nur verbrennen? Unsere Motivation war genau dafür, für unsere Produkte, und davon gibt es viele, auch andere Unternehmen, die das weltweit tun müssen, weil Lebensmittel muss man schließlich mal verpacken. Wir sparen damit ja auch Abfälle, und zwar wir reduzieren auch die Hungersnot in vielen Ländern mit einer geeigneten Schutzverpackung. Mit diesen Verpackungssystemen können wir nicht nur in Europa, sondern in Ländern wie in Indien, wo der Verpackungsabfall auf dem Boden liegt und keine Verwertung findet. Also ich bin der Meinung, wir haben hier eine Möglichkeit, mit der wir jetzt umgehen, welches uns viel besser ermöglicht, unseren Planeten sauber zu machen und daneben auch noch Ressourcen zu sparen. Wenn wir, und der Haupts hat darüber noch gar nichts gesagt, und unsere Motivation liegt ganz genau darin, wir können mit unseren Produkten, mit diesem System bis zu 6 oder 8 Mal den Kunststoff wieder einsetzen und brauchen deshalb keinen Ressourcenverbrauch in der Dimension, wie wir ihn in der Vergangenheit hatten, indem wir aus Saudi-Arabien und aus den Ölschiefergebieten von Kanada die Erde mehr oder weniger ausbeuten. Wir können das, indem wir in einem Kreislauf die Ware wieder einsammeln und daraus neue Produkte machen. Das kann man heute noch nicht. Und jeder, der meint, dass man das so lange wie möglich verhindern muss, weil die anderen mechanischen Projekte noch nicht gut genug sind, das verstehe ich. Also die Politik versucht im Moment, die Industrie zu erziehen. Das ist ein Erziehungsprozess. Nur darf dieser Erziehungsprozess nicht zu lange dauern, weil wir brauchen wirklich systemergänzende Möglichkeiten, um schnellstens eine hohe Recyclingquote hinzubekommen. Also zunächst Mechanik, dann stärker einsetzen in der Industrie von diesen recycelten Produkten und obendrauf kommt dann auch noch dieses Verfahren, nämlich das chemische Recycling. Wenn wir das hinbekommen, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre, dann sind wir als umweltfreundliche Industrie auf einem hervorragenden Weg. Und da muss man uns endlich auch dazu die Möglichkeiten auf der politischen Ebene geben. Und dafür werben wir, um auch das Konzept von Recenso großtechnisch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa zum Einsatz zu bringen. Und dann natürlich auch das zu exportieren, weil Deutschland ist ja schließlich ein Land, wo wir Maschinenbau exportieren und Technologien. Und das ist das, was wir eigentlich gerne sehen würden, weil damit sind wir in einer Kreislaufwirtschaft angelangt. Und meine Kinder können sagen, Papa, hervorragend, Kunststoff, exzellente Verpackungen, absolut zukunftsfähig. Und wir schaffen sogar noch den Closed Loop. Das wollen wir. I think well said. It's very well said. I think you're basically describing, if I may be so blunt, a revolution, right? We're in a period of revolution of trying to break this. Again, I come back and repeat, from this linear to a circular economy. And a revolution means changes. And changes are difficult, right? We as a population change. It's hard for us. I heard once it has the same chromosome in our brain to change than pain. So we're asking our societies, our industries, to change processes. We're asking people who have built a chemical unit to the T, to all of a sudden now don't use it the normal way, but go, you know, you're using a different feedstock to produce eventually the same products.
And that is a culture shock. And that is a problem that we all have as an industry, that people don't understand it, they find it complicated. So it needs to be explained. And forums like this, I think, are one crucial part of it. The politicians are putting in laws that are protecting certain industries, but then hurting the other ones. They've made some really big mistakes, in my opinion, in the biofuel area, where there's a lot of different alternatives for crude oil, and it could be palm seeds, used cooking oils, all these different technologies, but it's completely dedicated to the fuel market, which is great for sustainable car driving, but has made it impossible to be used for the chemical industry because it was outpriced. So the governments have to be very careful how they set the ruling that plastic actually goes back to plastic, and there's some good incentives already taken there. Lastly, I would say, we're having a David versus Goliath fight. I mean, companies like Recenso are entrepreneurs. They're building out of their blood, sweat, and you know what they always say, the three F's, right? Family, friends, and fools, who are the initial investors. These are the group of people that are building these technologies. But we now need the bigger money to come in. So companies like Zutpak is an example of willing to take that step, but we need much more. And that is what is holding this back. And again, I say David versus Goliath. If you're a small company and you have to negotiate with the big petrochemical companies, they're not used to be told what to do. They're used to tell you what to do to get to their product. And I think that is a big battle we have to fight. But again, and coming back, and it's a cliche maybe to say, but I also, on my side, my children at home are for the first time in my career asking me what I'm doing. Before that, they really know, oh, you're trading petrochemicals, you're trading a product. No, I'm trading a product that creates a circular economy. And all of a sudden, I'm being asked to speak in the school. I think that change in methodology, that philosophy, is a big part that we need to get this to a success. Jan-Willem Müller, Sie haben gerade von einem Kulturschock gesprochen, von einer Revolution. Jetzt kann man ja nicht verlangen, dass alle Gesellschaften, alle Länder gleichmäßig schnell so eine Revolution oder so einen Kulturschock verarbeiten. Wenn Sie jetzt auf verschiedene Länder gucken, wie würden Sie Deutschland bewerten? Wie gehen wir, wie geht die Gesellschaft hier oder die Politik mit dieser neuen Möglichkeit um? We are in the fortunate position that we have already quite good opportunities of sorting our waste, getting our waste in certain areas, but we're missing that last final step. Those technologies need to be developed, and that takes time. I think Germany, Holland, Belgium, Northwest, South Europe is an ideal area to develop these technologies, get them to the right scale, and then once these other countries, which a lot of people working on in Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, they're trying to bring more sorting mechanisms in there, but because, and then we can, once these technologies are capable to be upgraded and upskilled, we can bring them to those areas, and then all of a sudden you create a value chain, because waste becomes valuable. We're actually making sure that that waste that ends up in those slums in Southeast Asia, in those rivers, if you then collect it, it becomes profitable. Because that's the crucial part of a revolutionary chain. What we need to do is we need to make waste profitable. And if we can establish that with technologies like Recenso's that are able to produce an oil at a market price related price, we don't need to pay ridiculous premiums. We actually need, it becomes a feedstock that can compete with the virgin feedstock. And if we are able to do that for Southeast Asia and other countries with those technologies, you solve the problem because it becomes an economic model. And we're not dependent on NGOs, we're not dependent on subsidies and so forth. And that is crucial in the development of these technologies. Wie weit sind Sie denn davon entfernt, also von der Profitabilität von Plastik, Kunststoff aus fossilen Energieträgern hin zu einer, zu einem Schritt, wo man sagt, okay, das Recycling, der im geschlossenen Recyclingkreislauf entwickelte Kunststoff, ist jetzt genauso profitabel. Wie weit ist der Weg? Da sind noch ein paar Meter zu gehen. Aber mit der Technologie, mit der wir antreten, sind wir in einem Maß wirtschaftlich, dass es erlaubt, diese Technologie dezentral anzuwenden. Und ich glaube, hier ist eines der fundamentalsten Unterschiede zu den bestehenden Technologien. Die Tatsache, dass das Müll eine dezentrale Ressource ist und eigentlich den Menschen gehört, die den Müll erzeugen, oder den Kommunen gehört, die den Müll sammeln, und dass die chemische Industrie der Nutzer ein sehr zentrales Gebilde ist, mit hohen höchsten Ansprüchen an sich selber und eigentlich aus einer Single Sourcing, also einer Monoquelle sich bedient,
Da entstehen gerade, da ist eine Brücke zu bauen, die durch solche Technologien gemacht werden muss. Und ich glaube, wir sind in der Lage, und das macht unsere Technologie tatsächlich einzigartig, wir denken vom Müll her, wir kommen vom Müll her und wir machen diesen Müll, der erste Wertschöpfungsschritt, nämlich das Verflüssigen des Mülls und ihn zu einer handelbaren, universell nutzbaren Ressource zu machen, das ist unser Beitrag. Der nächste Beitrag ist, den dann so herzurichten und zu verteilen, dass die Petrochemie damit arbeiten kann, das ist Jan Mullers Beitrag. Und derjenige, der im Grunde genommen den Müll mit zur Verfügung stellt, das wird die Südpack sein, die dann über ihre Kanäle Sammelsysteme beeinflussen kann und dieses vielleicht auch selber dann irgendwann mal mit Produktionsabfällen machen kann, damit wir diese Ressource zur Verfügung haben. Das heißt, diese Technologie dezentral einsetzen ist ein disruptives Element für sich alleine. Denn der Müll wird Wertstoff und diejenigen, die den Wertstoff haben wollen, die müssen dem Eigentümer dieses Mülls oder den Müllverursachern einen positiven Beitrag zur Verfügung stellen. Also entweder sie kriegen Geld dafür, dass sie den Müll abliefern, oder aber sie müssen weniger dafür bezahlen, dass der Müll entsorgt wird. Letzten Endes ist der Nutzen bei dem Müllverursacher. Und wenn wir den Nutzen dieser Technologie zum Müllverursacher bringen können, dann wird die Landschaft automatisch aufgeräumt. Dann hat nämlich dieses Material, was wir da draußen finden und was überall in der Welt rumliegt, einen Nutzen. Und damit kommen wir im Grunde genommen dahin, dass dieser Wert gehoben wird und genutzt wird. Also ein geschlossener Kreis ist ja vielleicht das Überzeugendste, was man sich so bildlich vorstellen kann. Wenn Sie zeigen, dass das funktioniert, so ein geschlossenes Kreislaufsystem beim Beispiel Kunststoff. Warum sind dann Entscheider in Politik, warum sind dann große Firmen in der Petrochemie eigentlich nicht daran interessiert, genau jetzt mit Ihnen hier zu sitzen, zusammenzuarbeiten und das ganz große Rad zu drehen? Wenn Sie die fragen, dann sind die interessiert. Ja, wir haben alle, der Herr Remmele sitzt in den entsprechenden Gremien, der Jan Muller spricht mit denen, die sind natürlich alle interessiert. Und die haben aber, ich sag mal, Riesengeschäfte und in Riesengeschäften mit großen Margen, da müsste man sich schon erheblich bewegen, wenn man das machen möchte, was wir gerade prognostizieren, nämlich dass sich da ein neuer Markt bildet, dass da neue Technologien gefordert sind. Also die Konsequenz wäre, das Geschäftsmodell bereit zu sein, auf den Kopf zu stellen. Und diese Bereitschaft, die ist in großen petrochemischen Unternehmen nicht vorhanden. Interessant ist, und da kann man darauf verweisen, der Chef von Blackstone, also einem der Unternehmen, oder BlackRock, an allen großen Industrieunternehmen beteiligt sind, der hat einen Brief geschrieben in vergangenen Wochen an die Manager, an die CEOs der Unternehmen, bei denen sie ein maßgeblicher Anteilseigner sind, und genau auf diese Disruptionsnotwendigkeit hingewiesen. Also wir sitzen hier in einem mittelständischen Kreis und wissen uns bereits mit dem CEO von BlackRock auf einer Ebene. Jetzt müssen wir nur noch die dazwischen befindlichen Öl- und petrochemischen Unternehmen dazu bringen, dass sie es auch begreifen. Wir feuern von unten, der Herr Remmele feuert von unten, wir feuern von unten. Wenn BlackRock von oben feuert, dann sind wir bald soweit. Herr Remmele, was Sie und Larry Fink jetzt schon lange wissen, aber die anderen noch nicht, wie kann man das den anderen erklären? Oder anders gesagt, welche Erfahrungen haben Sie, wenn Sie mit dieser Idee an andere Leute herangetreten sind, wenn die das dann nicht so direkt verstanden haben? Also ich bin, was das anlangt, sehr optimistisch. Haupts weiß, wie Mittelständler arbeiten. Wir haben heute Kunden, unter anderem bei uns in Süddeutschland, haben wir einen großen Molkereibetrieb dazu gewinnen können, mit uns die ersten Schritte zu gehen, Mozzarella-Verpackungen komplett mit chemisch recyceltem Kunststoff zu verpacken. Und zwar aus dem Müll, welches von uns kommt, haben wir dieses Pyrolyseöl hergestellt. Das Pyrolyseöl geht an Polyolefinhersteller und gleichzeitig auch an ein großes deutsches Chemieunternehmen, welches für uns Polyamid daraus macht. Und wir sind stolz darauf, das jetzt auch dargestellt zu haben. Wir zeigen das jetzt Journalisten. Wir stellen uns auch der
öffentlichen Diskussion, in Tageszeitungen, in Fachzeitschriften mit unserem Ansinnen. Und wir stoßen nicht auf Ablehnung, sondern wir stoßen auf großes Interesse. Und ich spüre, dass immer mehr bereit sind, auch mitzumachen. Was aber die Industrie in Deutschland mit einer solchen Veränderung braucht, ist Planungssicherheit. Ein Chemieunternehmen wie eine BASF, das ist ja immerhin noch das ist im Moment das einzige größte deutsche Chemieunternehmen. Das braucht für seine Produkte absolute Planungssicherheit. Und da muss die Politik auch die Gesetze dafür schaffen. Wir brauchen in der Europäischen Union für solche Veränderungen gemeinsame, gleichklingende Gesetze. Die gibt es noch nicht. Und dafür müssen wir jetzt werben. Und wir beginnen wie immer im Leben mit einer kleinen Einheit, so wie wir jetzt bei Ihnen sitzen. Ein kleiner Unternehmer hat eine neue Idee, hat aber nicht das Geld und hat auch nicht die Möglichkeiten, mit den Großen dieser Welt seine Produkte in den Markt zu bekommen. Was hat er gefunden? Er hat uns gefunden und er hat den Jan gefunden von der Firma Carbolic und Count, Entschuldigung. Und das sind alles kleinste Anfänge. Ich habe das schon oft hinter mich gebracht. Und da darf man keine Angst davor haben. Das dauert etwas Zeit. Aber wenn ein Produkt gut ist und ein Konzept gut, dann wird es auch eingeführt werden. Da bin ich mir felsenfest, da bin ich ganz arg davon überzeugt. Und oft haben große Veränderungen nicht die ganz Großen erzeugt, sondern meistens die Start-ups. Denken Sie an Microsoft, das ist losgegangen in der Garage und bei Apple war es auch nicht anders. Ich traue diesem Verfahren zu, dass wir hier an einem Startpunkt stehen, welcher in ein paar Jahren eine absolute Selbstverständlichkeit sein wird. Das ist unsere Vision in diesem Zusammenhang. Ein kleiner, bei Apple war es die Garage und hier ist es vielleicht die Rohrmeisterei, wo wir gesehen haben, dass ein kleiner Kreislauf funktioniert und wir vielleicht die fossile Einbahnstraße des Kunststoffs verlassen können. Vielen Dank, Jan-Wilhelm Müller. Vielen Dank, Christian Haupts. Vielen Dank, Johannes Remmele, für das Gespräch. Die Zukunft wird spannend. Absolut. Dankeschön. Dankeschön.